So Leute, ich bin's wieder mit Dragon Quest Monsters. So, wir waren beim letzten Mal am Ende des Tors gewesen und schauen mal, gegen wen wir kämpfen müssen. Wir sind durchgeheilt. Ah, das hier. Okay, ihr seht, hier passiert einfach nichts, ne? Jetzt gehen wir doch mal ein bisschen. Tja. Und die öffnen die Truhe. Die Truhe ist eine Mimik. Und die Mimik lacht nur. Was eine Mimik ist, das werden wir später noch sehen. Und du hast mich gesehen. Tja, du warst nicht mehr zu übersehen, Statue. Übrigens, eine Statue bekommt man, wenn man zwei Golem miteinander hat. Also im Endeffekt quasi zwei Mantens ergeben einen Sandmann, zwei Sandmänner und Golem und zwei Golems eine Statue. So. Ja, dann würde ich mal sagen. Angriff. Ja, also auch einfach mal angreifen. Wir sollen einfach mal alle drei mal angreifen. Mal gucken, wie viel Schaden sie machen. 33, 41, 26. Das sind durchaus akzeptable Werte. Jetzt gucken wir mal, wie viel sie mit irgendwelchen Techniken machen. War das jetzt... Oh, ich hab schon nur vergessen, wie viel es davor war. Okay, Eisschwert ist mal absolut schlecht. Eisschwert ist also schlecht. Okay, dann wird der weiter so machen und ich glaube, Sonic Boom war etwas besser gewesen. Okay, der weicht mal einfach aus. Und so langsam sollte ich anfangen mit heilen. Nehmen wir mal hier, ja. Ah, das war schlecht, dass Holm geheilt hat. Unio hätte heilen müssen, weil Unio den schlechteren Angriff hat. Das war gerade schlecht gespielt. Dann soll ich einfach mal alle einfach draufhauen. Ja, nee, doch, Sonic Boom ist tatsächlich etwas besser. Dann soll er weiter mit Sonic Booms hier kämpfen. Ja, der Status hat ein reiner Beater. So, ich muss einfach wirklich nur schauen, dass man den Schaden wegheilt und man muss eigentlich auch nie mehr als ein heilen. Wodurch so ein Kampf eigentlich relativ einfach ist. Also ich denke mal, dass er mir ohne große Probleme gewinnt. So, jetzt muss man wieder heilen. Die anderen beiden hauen wie immer drauf. Und ja, dann sind wir das eigentlich. Ja. So, jetzt wird Holm geheilt. Schön, aber wie stark jetzt auch Holm insgesamt geworden ist, dass er auch mal ein bisschen zuhauen kann. 41 Schaden, das war jetzt richtig gut. Das war wirklich sehr gut. Statue, okay. Ja, das ist egal, wenn die Technik einsaugen will. Boah, okay, haben wir schon besiegt. Das ging zügig. Sogar sehr zügig. Das habe ich mir dummerweise vergessen. Mega Heil wurde zu Giga Heil. Okay, was lernt denn der gerade hier noch alles? Giga Heil. Ach, Massaker, ja, das wollen wir nicht haben. Was lernen die gerade alles? Wow. Das eine Kampf hier. Ja, da geht Massaker einfach aus. Hier haben Zerstörer gegen Materien. Biester gegen Biester. Ja, Massaker ist einfach schlecht. Ich will. Obwohl. Ach ja, ist ja vielleicht auch nur doch gar nicht so dumm gewesen. Ah, Rückwind. Okay. Schickt Atem zurück. Ja, nehmen wir Erstschlag für raus. So. Verloren. So, lass es ein Boss, der nicht mitkommt. Gute Arbeit. Lass uns jetzt zurückgehen.
Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, wollen wir dann auch wieder heimfahren. Düste, ihr habt die Statue besiegt. Die Statue greift angeblich von hinten an. Was für ein hinterlistiges Monster. Also mit ihm. Nein, ist es nicht. Ja, Gott sei. Ich muss jetzt gehen. Ich bin sehr beschäftigt. Bevor wir das nächste Schloss machen, wollen wir doch mal einkaufen gehen. Ah ja, konnte uns kein Kraut geben. Rain. Brauchen wir nicht. Und ich zeig euch mal, wie es mit Speed-Taste aussieht. So, ist man schon da. Oh Gott, wir haben kaum Geld aktuell. Das nervt. Na, wir brauchen noch mehr Geld. Warum haben wir nur so wenig? Jetzt muss ich kurz das überlegen. 350, 700... Na, 1050 sollten wir eigentlich schon zusammenbekommen. Also ich sag mal, MP Power kann man hier verkaufen. Wir bekommen nur 500 mehr, wenn wir es unterwegs verkaufen. Also ist schon fair. MP Kraut können wir auch hier verkaufen. Und Futter sowieso. So, und dafür kaufen wir hier Nuggets. Sagen wir mal. Ah, nur 300 kosten die. Okay, ich dachte, die sind teuer. Ja, 6 Stück. Ich dachte, die kosten 350. Okay, gut. Hui. So. Ach, die Beere gebe ich einfach mal ab. Genau, so. Und zwar wollen wir als nächstes einen Slime fangen. Das klingt blöd, aber wir brauchen unbedingt einen. Und ich will euch zumindest einmal mitnehmen auf so eine Monsterfangtour, wie das aussieht. Und wir brauchen den Slime, weil mein Ziel ist es auf lange Sicht, unseren Heim zu einem Slime King zu machen. Und um einen Slime King zu bekommen, brauchen wir insgesamt 2 normale Slimes und einen haben wir bloß. Außerdem haben wir jetzt den Vorteil, dass wir hier eine recht hohe Chance haben auf Medaillen. Weil es gibt hier nur Kräuter. Ich glaube mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit noch Teleports. Und eben Medaillen. Von daher sieht man jetzt hier ruhig immer alles absuchen, schauen. Also wir gehen das jetzt hier einmal durch und hoffen einfach mal, dass wir bis dorthin einen Slime finden und er mitkommt. So. Ja, 2 Erfahrungen. Wahnsinn. Wenn sich das mal gerade nicht gelohnt hat. 2 Erfahrungspunkte. So. Ja. Es geht einfach schneller. Und 2 Erfahrungspunkte sind einfach sowas von egal. Später kann man viel leichter Monster farmen, weil es gibt dann ein Item, das sorgt dafür, dass quasi Monster auftauchen. Das ist natürlich dann ein Zufall, welche auftauchen, aber so könnt ihr viel schneller an viele Monster kommen. Das ist schon das dritte Vampir. Weil es gibt ja hier 3 verschiedene Monster und trotzdem haben wir gerade nur Vampis. Warum? Das nervt schon regelrecht. Ja, wir finden, ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir vielleicht wirklich, wir brauchen langsam wirklich mal Medaillen. Wir haben es jetzt kaum welche. 8 oder so, das ist nichts. Wir müssen auf jeden Fall auf die 13 kommen. Ich meine, es geht mir da nicht nur um Donner raus, es geht mir da noch ein bisschen mehr. So. Okay. Wir sind Master. Ja. Dann kämpfen wir mal gegen den. Oh. Wüststab hatte ich bei meinem allerersten Durchspiel im Team gehabt, der war eigentlich ziemlich cool. Und ja, Eisfalke und Phoenix zusammen ergeben ein ziemlich cooles Monster. Wirklich richtig cooles Monster. So, hier müssen wir auf jeden Fall aber taktisch kämpfen.
Giga-Heil hat übrigens für 7 Mana die komplette HP. Habe ich ganz vergessen, letztes Mal zu erwähnen, was diese Fähigkeit eigentlich macht. So. Ich nehme mal Flammenatem. Und hier Megafeuer. Ja. Das ist doch okay. Und auf, genau, der Atem hat auf Phoenix keine Wirkung. Naja, mit Nuggets haben wir keine Chance, einfach die zu fangen. Das ist halt so das große Problem. So. Ich sag mal so, weil diese Master geben schon ordentlich Erfahrung. 500 Erfahrungspunkte ist ja gut. Und jetzt schauen wir einfach mal weiter und hoffen, jetzt hier endlich mal einen Slime zu finden. Das nervt eigentlich, dass wir keinen Slime finden. Also, wenn ich jetzt hier beim Durchsuchen jetzt keinen mehr finde, dann werde ich offscreen einsuchen. Will ich das natürlich jetzt nicht antun, dass wir jetzt hier... Ja, och, kommt, Leute, ist doch langweilig. Ist jetzt das 5. Vampi? Das war sowas nervt einfach nur. Das ist halt wie, keine Ahnung, wenn ein Hornio sucht und da unten nur Raub ist, auch nur Raubi. Ja. Jetzt komm schon, Slime. Wow. Slime. So, dann werfen wir mal Nugget hin. Und ja, hoffen, dass er mitkommt. Jetzt haben wir eigentlich eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit. Ja, da ist Schaden. Natürlich. Leute, ich suche aufs Spiel noch einen weiteren Slime. Leute, wir haben einen Slime. Ich musste mich dafür erst viel Leben nutzen. Natürlich muss ich genau jetzt husten, die ganze Zeit war nicht. Ja, Slim hatten wir schon, ne? Nehmen wir den mal Slum. Ne, Slum. Slum. Oh, sowas ist doch unendlich bescheuert. Welches Level hat er? 1, Wahnsinn. Noch wirklich Wahnsinn. So, nachdem wir also endlich einen Slime haben. Sowas kann halt wirklich einfach nerven. Also, sowas nervt halt wirklich. Ich hatte halt quasi einmal gespeichert und habe meine kompletten Nuggets verwendet, habe dann neu geladen, habe wieder alle Nuggets verwendet, neu geladen, habe einmal ein Filet benutzt und es hat funktioniert. Ne, ich glaube, als das habe ich Nugget benutzt. Also, es kann dann mit minus ein Nugget haben. Aber es ist jetzt egal. Haben wir halt wieder einen Slime. Ein Filet verschwendet. So kann es auch kommen. So. So. Dann würde ich sagen, machen wir mal die nächste Paarung. Und zwar, die könnte jetzt einige verwirren. So, wir nehmen unseren Slime, der Level 11 mittlerweile ist, und nehmen als Partner Heum. Nein. Ah, stimmt. Wir wollten ja... Okay, gut. Ja, ist trotzdem alles okay. Das ist sogar noch besser. Auf jeden Fall kann nämlich jetzt Slum hier einfach trainiert werden, bis er auch Level 10 hat, weil das ist nämlich sehr wichtig. So, und jetzt fahren wir den mit Augenbaum. Ich bin sprachlos. Ich bin halt einfach sprachlos. Wirklich. Habe ich etwa beim Offscreen nicht nochmal drauf geachtet, den auch ja ein weibliches Geschlecht zu geben? Oh, es ist so nervtötend gerade. Das regt mir. Das Einzige, was wir noch haben, ist. Boi. Ja, ist mir jetzt egal, machen wir. Ja, bekommen wir einen Slimebaum. Ist fair. Na, das regt mich gerade richtig auf. Das regt mich gerade richtig auf, weil es gerade eigentlich unnötig ist, aber okay. Ja. Von mir aus.
Wenn er weiblich gewesen wäre, wäre alles okay gewesen. Jetzt achten wir drauf, dass wir ein weibliches Geschlecht bekommen. Ah, sowas kann denn wirklich schon mal nerven, wenn man einfach sowas nicht geachtet hat und... Ah, ich weiß es nicht wieso. Bei einigen Onscreen hatte ich es ja sogar noch extra noch gemacht, ich kann mich noch daran erinnern. Dann habe ich es aber bei den erneuten Durchspielen wirklich einfach vergessen. Oh Mann, ja, analysieren. Slimebaum kostet 20 Gold. Süßes Ei, bla bla, hui, sehr gesund. Ich kann mich auf ihn verlassen. Und ganz viele Techniken übernommen. Oh, etwas Zeit, bis es aufwächst. Weibchen. Schön. Oh Mann. Ah Mann. Naja, es ist halt auch nicht schlimm. Ich meine, im Endeffekt ist dadurch einfach nur der Pluswert noch höher. Das ist dann nichts Negatives. Na, es ist überhaupt nichts Negatives. Es macht nur halt meinen Zuchtplan etwas, ja, durcheinander, würde ich behaupten. Aber das geht schon. Jetzt muss ich nur überlegen, wie ich am Ende den Augenbaum da doch noch irgendwie reingepaart bekomme. Weil ich möchte diesen Fluch haben. Ich möchte Fluch hier in diese Paarungsschiene haben. So. Den heißt das wie immer Holm. Ja, den nehmen wir gleich mit. Dann schauen wir uns den nochmal kurz an. Sehr hohe Geschwindigkeit, hohe Abwehr. Richtig schlechte Initiative. Stärke okay. Plus 4, brauchen wir 5 Erfahrungspunkte zum Ausstieg, ist okay. Und dann machen wir was anderes. Und zwar geben wir. Noch was anderes hat sich nicht geändert, außer beim Bazar. Und zwar kommen wir jetzt hier noch nach rechts weiter. Und hier haben wir eine weitere Madhen, der mit uns Scherische Papier spielen möchte. Genau. So, okay, fangen wir an. Stein. Ja. Schere. Ja. Papier. Ich glaube, es war nochmal Papier. So, und jetzt gibt es, glaube ich, ein wechselndes Muster. Ich glaube, er fängt an mit Papier, nehmen jetzt mal Schere. Okay, gut. Das hat der Stein beim 5. Mal gemacht, ne? Das müssen wir uns mal merken. Jetzt fangen wir dann mit Stein. Schere. Papier. Papier. Letztes Mal hat er Stein gehabt. Wenn wir diesmal Schere nehmen, dann müssen wir diesmal Stein nehmen. Genau. Puh. Jetzt soll ich zu seinem Bruder gehen. Und wo wir seinen Bruder besiegt haben, haben wir ja danach ja den Eingang zur Königin bekommen. Und schauen wir doch mal, was wir dieses Mal finden. So, und zwar schauen wir doch das mal an. Ich werde da nicht reingehen, weil ich offscreen danach noch was anderes machen muss. So möchte ich Knechte fangen, oder möchte ich das nicht antun? Und zack, wir haben hier ein weiteres Bonustor. Na? So, das werden wir noch nicht angehen. Es geht also eigentlich, was zu tun ist. Wir können dieses Bonustor dort jetzt bestreiten. Wenn ich beim nächsten Mal einen Knecht gefangen habe, haben wir eine Blitztechnik. Und wenn wir die Blitztechnik haben, kommen wir im Brunnen weiter. Gleichzeitig ist noch auf dem Monsterhofen-Tor. Und wir können noch 2 reguläre Tore machen. Ihr seht, es ist reichlich zu tun. Und deswegen freue ich mich schon aufs nächste Mal mit Dragon Quest Monsters. Bis dahin, euer DSD Steve. Ciao.